Ich werde es ja dann... Oh, genau. Ich werde es ja auch ein bisschen... Ach ey, das gibt's nicht. Ich werde es ja auch ein bisschen abschätzen können. Dann werde ich die Folgen ein bisschen länger machen wahrscheinlich, weil die müssen vor dem 25. Ja. Ja. Habe ich gerade nochmal kurz gesehen. Vor dem 25. müssen die natürlich fertig sein. Und, aber das wird schon. Also so lange dürfte Diablo 3 nicht dauern. Wobei, die dauern ganz schön lange. Ey, ich hasse das. Warum sind hier so viele von diesen Giftpissern? Das ist unglaublich, ey. Und wie einfach mal... Ich meine, gut, ich habe jetzt knapp... nicht knapp, also ja, knapp 5000. Aber ich habe eine hier Giftresistenz von 1140. Das ist mein höchster Widerstand. Der ist für den Arsch. Reduziert Giftschaden, ja, um 80% fast. Ich will nicht wissen, was der Normale macht. Ein Witz. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ich sterbe jetzt hier einfach mal durch. Irgendwann bin ich nämlich bei dir und kann die töten. Ein Scheiß. Das sind Sachen, die kotzen mich ein bisschen an. Das finde ich immer... Ich meine, ich habe extrem hohe Widerstände. Gut, Rüstung ist nicht so der Burner, aber ich müsste doch trotzdem viel mehr aushalten. Also bitte. Das will ich erzählen, ey, dass das nicht reichen soll, um sowas auszuhalten, ne? Ah ja, so. Woo! Level 50. Ich freu mich. Gut, dass man da eine Intelligenz bekommt, ist ja... Ist ja jetzt auch nicht... der Rede wert. Ich warte immer noch. Weg, damit die mich nicht trifft da. Komische Giftspinne. Habt ihr doch schon wieder gesehen, ey. Die wollt schon wieder nach mir schmeißen. So, das Ding wollen wir aber schnell kaputt. So. Eigentlich wäre es natürlich auch ganz cool. Also ich würde es lustig und cool finden, wenn ich im LP schaffe, auf Paragon 100 zu kommen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden. Aber mal gucken. Der Herr der Lügen ist so gerissen. Ich privat mal ohne Aufnahme ein bisschen mehr leveln gehen, Paragon. Verstand gehört nicht zu den Dingen, die uns knapp kurz bevor ich 100 bin, aufhören mit dem Leveln. In der Tat. Und dann bin ich hier auch Paragon 100. Das wäre natürlich nice. Das wäre schon schön. Also ja, für mich persönlich wäre schön. Ist nicht schlecht, finde ich. Irgendwas mit mir. So, das ist so ein Blitzding. Macht der viel Schaden? Weiß ich nicht. Ich würde gern... Hallo, weiterlaufen. Jetzt bin ich natürlich einfach mal schnurstracks gerade ausgelaufen. Ich bin schon wieder. Ich brauche Heilung. Warum gibt es denn immer hier so viele Giftspinnen, ey? Ich verstehe das nicht. Was soll das denn? Jetzt stirb! So. Stirb! Stirb! Die Monster können wir wenigstens ohne Probleme töten. Die können sich nämlich gar nicht wehren. Okay. Jetzt gehen wir nochmal bis ganz nach hinten durch. Ich weiß nämlich hier auch nicht, wo die sind. Und ich werde eh die Map aufdecken, von daher. Erste Job. So, tot. Stirb. So, ihr da hinten wartet mal ganz kurz. Ich gehe mich hier lang. Oh, das ist nicht cool, Wenn jetzt mich auch kommen, dann ist das nicht cool. So. Aber läuft. Multitasking wollte ich eigentlich schon sagen. Schien mir aber ein bisschen zu kurz. Ja. Aber jetzt ist hier natürlich... Oh. Ich glaube, hier bin ich nämlich sogar richtig. Ja gut, dann... Drauf geschießen auf das kleine Eckchen da unten. Da will ich jetzt auch nicht extra zurückgehen, das ist ja Quatsch. Ich würde zwar gerne alles aufdecken, aber so ein bisschen... Ja gut, komm.
Oh nö, nicht schon. Ach Mann. Da flipp ich doch aus, ey. So ein Scheiß, ohne Witz. Und dann muss ich den ganzen Kackweg immer laufen. Jetzt kann ich ja doch nochmal lang gehen, ey. Das ist doch Blödsinn. Zum Glück gibt es ja in Reapers of Souls dann ein super geiles Feature. Da kann man direkt an seiner Leiche wieder aufstehen. Man muss zwar 5 Sekunden warten, aber ganz ehrlich, drauf geschissen. Da spart man sich diesen ganzen Weg, würde man sich dann immer und immer und immer und immer und immer wieder sparen. Ich freue mich. Das ist ein Feature, da freue ich mich drauf. Das ist was Kleines, das ist nicht wirklich viel. Ich freue mich aber riesig drauf. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Ich warte halt mich. Ganz ehrlich, ich freue mich riesengroß darauf, weil das einfach göttlich ist. Nicht mehr diese ganzen Wege laufen zu müssen. Einfach nur, bam, hier, ich stehe direkt an meiner Leiche auf. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass sie das nicht für 1.8 schon implementiert haben. Aber man sitzt da mache, ne? Jetzt darf ich die ganzen Wege wieder gehen. Jetzt will ich die natürlich auch killen, die da sind, die kleinen Mongos. Boah, ich werde so viel, ich glaube. Ich könnte mir vorstellen, ich werde ein bisschen was auf Schaden machen von meinen Paragon-Punkten. Und das meiste sonst auf Rüstung. Einfach Rüstung. Knallhart. Resistenzen habe ich ja schon, dann brauche ich nur Rüstung. Und dann läuft das schon. Alter, das gibt's doch nicht. Ich komme da gerade mal rein und schon bin ich down oder was? Eure Mutter. Ich warte immer noch. So, ich hoffe, die werden jetzt hier so stehen. Wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Komm schon. Ihr kommt hier nicht vorbei. Na, wenigstens habe ich ihn ein bisschen mehr zu mir gelockt, dann muss ich immer so weit laufen. Okay, einer down, zwei down und der dritte down. So, wunderbar. Wir haben es geschafft. Ja, wir vor allem, wir. Ich dachte schon höre. So, ich kann nämlich auch nicht durch. So. Du stirbst mal schön, Kack-Mongo-Spinner. Bin ich tierisch auf den Sack. So. Wo wollen wir das Portälchen mal kaputt machen? Alles, was dazugehört. Dann dürfen wir uns den da wieder widmen. Ich freue mich ja schon total. Boah, dass da so viele Spinnen. Ich meine, die Fähigkeiten, die da haben, sind einfach total krass. Ja, die 1900 Gold hätte ich mir holen können, aber nö. Keine Lust. Okay. Wo haben wir schon wieder gehen? So. Ich mach mal ein bisschen gechillt von hier hinten. Dann sollen die nicht mal von da, von da hinten kommen. Ansonsten können die mich mal gern haben. Die Stromviecher machen gar nicht so viel Schaden. Ich bin verwundet. Ah, wobei doch. Ist schon okay, es ist ausreichend. Mich zu töten. Ja, genau. Es ist doch ausreichend, um mich zu töten. Das Problem ist, dass man die auch. Aber wenn ich Blitze mache, dann sehe ich die ein bisschen schlecht, muss ich gestehen. So, du bleibst schon hier stehen. Das ist jetzt gar nichts. So. Okay. Ganz kurz den Cooldown abwarten. Stärkung. Aber bei Stärkung wird mir herzlich wenig bringen. Ja, komm schon. Ach, das. Boah, das gibt es einfach nicht. Ohne Spaß, ey. Zum Kotzen. Dass die einen treffen und man ist direkt da. Und ich meine, gut, das sind 6-7 Stück oder so, aber trotzdem. Mit den Resistenzen kann man sowas ja wohl auch mal ruhig aushalten. Ich würde mal gerne wissen, was so ein Elite, was so ein Top-Baba hat an Resistenzen, ey. Ich habe ja mal einen gesehen mit 11.000 Rüstung. Ich würde mal gerne ob das dann noch wichtig ist, Resistenzen zu haben, oder ob man dann sagen kann, pff, scheiß auf Resistenzen. Rüstung ist wichtig, kann ja auch sein. Für den Magier ist sowas aber ein bisschen schwer zu finden.
Nee, klar, man muss natürlich auch mal ein bisschen Abstriche machen mit dem Schaden, aber dann mache ich ja teilweise dann direkt 20.000 weniger Schaden und dann sage ich mir auch, na okay, nie. Dann lass mal lieber stecken, du. Das muss ja nun auch nicht sein. Ja, so coole Sachen finde ich dann auch nicht für einen noch relativ humanen Preis, außer man gibt jetzt hier 5, 6, 700 Millionen aus. Natürlich. Gift und dann noch Arkan dazu. Ich bin im Paradies. Ihr wollt mich doch echt verarschen, ey. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich flipp aus. Okay, das könnte jetzt tatsächlich ein wenig länger dauern, weil das wird nicht so einfach. Weil Gift, wie gesagt, das ist zwar meine höchste Resistenz, die ich besitze, aber die ist für den Arsch. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen pissig drüber. Dass so hohe Resistenzen einfach mal gar nichts bringen. Okay, ich meine, ich habe nur knapp 5000 Rüstung, aber immerhin. Besser als 200 Rüstung. Nee, aber verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Und die kann ich nämlich nicht auf die Taktik, wie die gerade hier ein bisschen auf Abstand mal nochmal drauf schießen. Also kann ich schon, das dauert aber scheiße lange. Da, ein würdiger Gegner. Die können ja eh das, die können Arkan, die können alles. Das ist. Genau, und die gibt's euch gibt's auch noch. Und so eine. Ja, hahaha, warum denn auch nicht, ne? Fickt euch doch. Ohne Scheiß, ey. Aber das finde ich jetzt ekelhaft, ey. Das finde ich jetzt richtig ekelhaft. Dass die ihr Gift spucken können. Ah gut, die anderen waren ja schlimmer. Wenn die jetzt auch noch Gift auf den Boden legen können, dann flippe ich ja aus. Oh ey, das nervt richtig. Das ist richtig nervig. Also, ich muss auf jeden Fall mehr auf Rüstung gehen. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich muss mir das selber immer wieder ins Gedächtnis rufen, damit ich das nicht vergesse. Das werde ich wahrscheinlich in Reapers of Souls machen. Ich werde... Jetzt komm doch mal her, Junge. Ich werde fast alle meine Punkte, die ich habe, oder haben werde, wie viel das dann auch immer sein mögen, fast nur auf Rüstung stecken, weil das ist für mich jetzt momentan das A und O. Ich brauche mehr Zeit. Mit das Wichtigste. Das ist zwar schön, dass so viele da sind, aber irgendwie bringt das nichts, ja? Das bringt absolut nichts. Ja, da hinten kommt... Jetzt geh doch mal da weg. Oh, ey. Lass mal kurz weggehen. Bin ich gerade ein bisschen zu viel, wenn die da komisch mich hin und her zerren. Mach mich bereit. Oh. Doch mal auf damit, ey. Scheiß. Ja. Ich brauche mir so. Zeit. Alter, von da hinten kommt da noch so eine scheiß Elektrospinne, ich flipp aus. Jetzt darf ich schon wieder in die Stadt zurück, weil ich reparieren muss, ey. Ich mach das mal jetzt, es dauert mir zu lange dahin zu laufen. Boah, ich flipp wirklich aus, ey, das ist doch beschissen. Richtig behindert ist das. Ach, bis wir da sind, sind wir wieder voll. Ey, diese Spinnen nicht. Die sind noch schlimmer als diese Frösche aus dem ersten Akt. Also die sind ja noch schlimmer als diese komischen Explodierviecher. Die schlimmsten Gegner überhaupt. Ekelhaft. Das kann mit auch ein Grund sein, warum ich den Akt 2 nicht mag, weil einfach der Scheiße ist, so. Ja, ich finde das total auch, ich finde es einfach auch ein bisschen übertrieben, wie viele Giftspinnen oder Giftspinnenwesen oder Giftmongo-Kackspacken, die da teilweise auf einen Haufen dann einfach nur spawnen lassen, einfach, ja, um dann den Spieler zu ärgern. Herausforderung ist es da ja dann nicht immer, ne? Muss man ja sagen, das ist einfach nur noch nervig und bescheuert. Noch
Weil da hinten ist nämlich noch so eine Elektrospinne, die mich ja auch hardbreaken will. Ja, da ist noch eine Giftspinne, die will mich auch nochmal hart nehmen. Und ich töte erstmal die. Ja, genau, die kommen nämlich auch noch. Jetzt muss ich natürlich eigentlich auf alle achten am besten. Dann kommen die mich nerven. Und ziehen mich immer an sie ran. Finde ich extrem super. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich zu dem hinkomme. So. Ich hoffe, du bist der Letzte von euch und dann. Na, ah, bin ich happy. Ey, leck mich doch am Arsch. Diese verblödeten Kackspinnen. Viecher, was auch immer das genau ist, aber die gehen mir tierisch auf die Eier. Wir sind uns doch alle einig, dass das Ende aller Zeiten gekommen ist. Ja, ja. Aber glaubt ihr wirklich. Oh, nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Nein, Mann! Nicht schon wieder. Das gibt's doch nicht, ey. Also langsam flipp ich aus mit diesen Spinnenspacken, ey. Boah. Aber ich will alle Monster hier killen, aber das regt mich gerade tierisch auf, dass die da einfach so viele immer spawnen müssen. Was soll das? Bin ich froh, wenn Akt 2 vorbei ist. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich nehme glaube ich auch gut 2 Stunden auf schon. Naja, passt ja. Verdammt, aber meine Festplatte kann auch ein bisschen passen noch rauf. Hm. Mal gucken. Boah, ey, aber das ist doch scheiße. Warum kann ich... Oh. Also ganz ehrlich, ich werde mich... Ich freue mich so, wenn man sich endlich an seiner Leiche wieder respawnen kann. Das ist doch so einfach nur nervtötend. Ja, dass man die ganzen Wege immer zurücklaufen muss. Boah. Ich weiß, ich könnte jetzt aktivieren, ich will die aber töten. Das ist ja das Problem dabei. Jetzt geh doch mal da lang, ey. Dass sie sich manchmal so schlecht steuern lässt. Ich brauche mehr Zeit. Das ist auch ein bisschen doof. Wer hat mich jetzt getötet? Warum da hinten? Warum ist denn da noch eine Spinne? Ich flippe aus. Ja. Ja, ja, so ist das. Also alleine, ich glaube, die Folge, wo das hier, diese hier, ne, die Hallen des Sturms sind, ich glaube, das wird eine Folge werden und die wird ziemlich lang, weil das ist total nervig. Dann haben wir es in einer Folge abgehakt und dann sind wir alle glücklich. Also ich auf jeden Fall. Ich bin froh, wenn ich das hier hinter mir lassen kann. Ich habe schon ein bisschen Angst vor dem Kampf, der dann kommt. Der wird doch nicht. Sehe ich doch jetzt schon kommen. Das kann doch gar nichts werden. So wie die über 1000 Risi mir hier hilft. Was soll da erst werden? Ohne Spaß. Die können wirklich fast alle können diesen Arkanwächter machen. Das ist so nervtötend. Ich gehe jetzt erstmal hier gucken. Und hier geht's zurück, okay. Ach, aber guck mal, hier gibt's sowas. Das ist einfach. Das kriege ich hin. Da muss ich mich nicht aufregen. Und alles wird gut. Da. Alle getötet. Alles gut. Ich freue mich. Und so das. Natürlich! Wieder Spinnen! Wir hatten ja noch nicht genug von den Spacken, ey. Ihr wollt mich doch alle verarschen, ne? So, du bist tot. Ich warte immer noch. Du willst irgendwie gerade nicht sterben, habe ich das Gefühl. Mir aber relativ egal. So, du stirbst jetzt auch nochmal. So, wunderbar. Das war doch ganz einfach. Boah, ey, will ich es nochmal? Ich will es nochmal riskieren, komm. Sollte ich jetzt sterben, werde ich den Weg dahin cutten. Da habe ich keinen Bock, das mir nochmal anzugucken, ganz ehrlich. Muss er dann auch nicht sein. Natürlich. Natürlich doch. Macht doch alle einfach euren verkackten Arkan-Scheiß-Wächter, ey, und dann freut euch eures Lebens. Scheiß Motherfucker. Oh, geh weg da. Oh, 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 ich warte immer noch. Oh, fuck, oh, fuck. Oh, fuck, 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 Hilfe!
Boah. Heil mich! Hallo? Heilst du mich mal bitte? Würdest du mich... Jetzt heilt er mich. Wunderbar. Noch nicht bereit. Ich muss mal wieder einen Arkanwächter sparen, weil ich sonst nicht gewinnen kann. Boah, das ist das Erste, was sie machen, ey. Die stehen auf und erst mal einen Kack-Arkanwächter spawnen. Da krieg ich doch einen Flipper, ey. Einen Flipper-Schlipper. Ich warte immer noch. So, jetzt vereist die. Der eine Spasti ist gleich down. Jetzt muss ich einmal kurz hier... Ui! So. Du bist auch gleich down. Du bist gleich down, mein Freund. Und dann lache ich nämlich. Du Prinzenverstümmler. Hier. Arschprinzenverstümmler. Deine Mutter.